Der Abstandsregeltempomat zeigt Ihnen anhand der Informationen, die von der Kamera in der Windschutzscheibe und dem Radar im vorderen Stoßfänger gesammelt werden, den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug an. Die Funktion warnt Sie, wenn der Abstand zu gering ist. Sie können den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug an der Instrumententafel sehen. Beachten Sie, dass die Erkennung erst ab einer Geschwindigkeit von 30 km/h betriebsbereit ist. Wenn dieses Symbol ohne Fahrzeug angezeigt wird, ist die Funktion aktiviert. Es wird jedoch kein Fahrzeug vor Ihnen erkannt. Wenn ein Fahrzeug angezeigt wird, haben die Kamera und das Radarsystem ein Fahrzeug vor Ihnen erkannt. Wenn die Kontrollleuchte grün ist, ist der Sicherheitsabstand auf Ihre Geschwindigkeit abgestimmt. Unabhängig von Ihrer Geschwindigkeit trennen Sie mehr als 2 Sekunden vom vorausfahrenden Fahrzeug. Wenn die Anzeige auf Gelb wechselt, bedeutet dies, dass der Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und dem vor Ihnen fahrenden Fahrzeug im Verhältnis zu Ihrer Geschwindigkeit zu gering ist. Sie haben 1 bis 2 Sekunden Zeit, um eine Kollision mit dem vorausfahrenden Fahrzeug zu vermeiden. Sie müssen sofort bremsen, um Ihren Sicherheitsabstand zu vergrößern. Die rote Farbe zeigt an, dass der Abstand zwischen den beiden Fahrzeugen viel zu gering ist. Es liegt maximal 1 Sekunde zwischen Ihnen und dem vorausfahrenden Fahrzeug. Fahrzeug verlangsamen oder sehr stark abbremsen. Sie können diese Funktion von Ihrem OpenA-Link-Zentralbildschirm aus aktivieren oder deaktivieren. Gehen Sie in die Welt Fahrzeug, wählen Sie Fahrhilfen und gehen Sie dann auf die Registerkarte Komfort. Wählen Sie schließlich On oder Off für die Tracking-Distanz. Beachten Sie, dass bei jedem Motorstart automatisch diejenigen Einstellungen des Abstandsregeltempomaten beibehalten werden, die beim letzten Abstellen des Fahrzeugs festgelegt waren. Das heißt, dass die aktivierte Funktion auch beim nächsten Fahrzeugstart aktiv ist. Damit das System korrekt funktionieren kann, dürfen die Kamera und die Radare nicht verschmutzt bzw. verdreckt sein, zum Beispiel durch Schmutz oder Schnee. Bestimmte Bedingungen wie schlechte Sicht oder Straßen mit engen Kurven können die korrekte Funktion des Systems beeinträchtigen. Beachten Sie, dass diese Funktion eine zusätzliche Hilfe darstellt, die die Wachsamkeit des Fahrers nicht ersetzen kann. Achten Sie stets auf die Verkehrsbedingungen und auf Ihre Umgebung.